Ja, liebe Frau Wiesfreunde, was geht ab heute bei uns? Es ist der Freitag, der 20. Ja, etwa der 20. September. Und, oder der 19. Naja, ist ja, spielt ja auch gar keine Rolle, ist ja egal. Um was geht's? Wir sehen nur im Hintergrund da unten die Fläche, wo ich den Weizen anbauen werde. Das ist die Fläche, die ich mit dem Flachgrupper bearbeitet habe. Dreimal mit dem Flachgrupper, mit dem 14 cm Schare. Ich muss erwähnen, beim letzten Mal, wo beim letzten Film, den ich gedreht habe, wo ich die Schare gewechselt habe, den Link findet ihr hier, habe ich auf die breiten Scharen, auf die 33er Schare gewechselt. Ich muss sagen, es hat nicht funktioniert. Es hat mir die Erde komplett zuge, also wie soll ich sagen, es hat komplett sofort zugemacht. Also es hat einen Haufen zusammengestoßen und fertig, da ging nichts mehr. Und ich bin dann nochmals mit den 14 cm Schare durch. Und jetzt habe ich zweimal bin ich mit der Bodenfräse durchgefahren und habe den Vasen komplett zerrissen. Und jetzt sieht das Saatbeet wirklich schon recht gut aus. Ich werde jetzt noch den flächigen Schnitt machen mit den 33er Scharen. Und dann denke ich, dann kommt das sehr gut. Das Wetter spielt mir auch sozusagen in die Hände. Es ist leicht föhnig, angenehm warm, 22 Grad. Die Luft ist sehr trocken und deshalb ist jetzt auch das Gras herrlich, wunderbar schön am Verdorren dort im Acker. Und jetzt möchte ich noch das Finish machen eigentlich, den flächigen Schnitt. Alles, was jetzt noch irgendwie etwas angewachsen ist, soll jetzt unterschnitten werden. Und das fangen wir jetzt an. So, wir sehen jetzt hier perfekt, wie es jetzt der letzte Teil noch abgeschnitten ist. Eine sehr gute Durchmischung von der Erde mit den restlichen Vasen. Da wird eine, wie sagt man, eine Oberflächenkompostierung wird jetzt einsetzen. Wenn das Ganze mit der Erde vermischt ist, wird das sofort durch die Kleinlebewesen noch mehr zum Verrotten gebracht. Hier sehen wir, wo ich mit der Bodenfräse durchgefahren bin und hier, wo ich jetzt den flächigen Schnitt noch gemacht habe. Man sieht, wie es wieder Grünes nach oben befördert und das kann jetzt endgültig noch vertrocknen. Man sieht auch gut die Arbeitstiefe, beispielsweise hier hat es etwas mitgezogen. Hier sieht man die Arbeitstiefe und hier, wenn wir das so anschauen, ja, was sind das? 3-4 cm. 4 cm sage ich jetzt mal. Ja. Perfekte Arbeitstiefe. Darunter ist der Boden fest. Er ist feucht darunter. Nicht klebig. Also, das ist auch noch sehr wichtig. Der Boden ist jetzt wirklich in einem super Zustand.